angenommen. Was hast jetzt, du denn? Jetzt, wo ich so angenommen, das erinnert mich an mein erstes Kindervorrat. Jo, wirklich, so hat es ähnlich ausgesehen. Na also, weil du dich da drauf erinnerst an deinem Fahrrad. Na also, hör mal, ich werde mein erstes Kindervorrat vergessen. Ja, erzähl. Das war so ein Glänz, so ein Blaus. Ja. Also für Junioren. Herkules war es, Herkules. Es war immer beim Fahrrad Schnauz drin gestanden. In Hasfeld. Hasfeld beim Schnauz war das immer Hausen. Wenn ich vor die Schule hin bin, bin ich immer drauf vorbeigelaufen. Ich wollte so gerne das Fahrrad lernen. 300 Mark. 300 Mark? Hast du das gekauft oder was? Hab ich 300 Mark gehabt oder was? Ja, weiß ich doch nicht. Ich habe schön abends immer mich noch mal im Bett gekniet. Habe ich immer zum lieben Gott gebettet. Habe immer gesagt, liebe Gott, liebe Gott. Lieber Gott, bitte, 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 ich möchte so gerne das kleine blaue Fahrrad, habe ich immer gesagt. Ja, und dann ist es vom Himmel gefallen, oder was? Du blöd Mann! Meine Mutter hat Salami gekriegt, dass ich mir gebetet habe. Ja, und? Die hat mir eingewiesen, hat immer gesagt, Luberich, hat sie gesagt. Luberich? Was? Na, freilich, Luberich, da war er doch noch klein. Da war er noch klein, oder? Eieiei. Luberich! Na, Alter. Also. Stell dir mal vor, die hat Luberla gesagt, wie hat sie denn da? Na, Alter. Ich war der Luberich, da stehe ich dazu. Also Luberich, erzähl. Meine Mutter hat zu mir gesagt, Luberich, hör zu. Ja. Einen lieben Gott kann man nicht einfach um ein Fahrrad bitten. Ja und? Das Einzige hat sie mir gelernt, worum man seinen Herrn beten kann, ist Vergebung. Vergebung? Die mir so gelernt. Ja wie, was? Nächsten Tag habe ich mein Fahrrad gehabt, gell? Ja und? Und freilich, ich habe mir abends wieder noch mal im Bett gekniet und habe gesagt, lieber Gott, ich bitte dich um Vergebung, weil ich habe heute Mittag mein Schnauz des kleinen blauen Fahrrädler geklaut. Dass wir sterben. Ja, wir liebe Gäste, ich habe Ihnen nicht zu viel versprochen. Unser Superkünstler, unser Heino. Der Kasper für Doldi. Der Kasper für Doldi, was es nicht alles gibt, das ist in Zell ganz besonders beliebt. Also Kasper für Doldi, diese Ehe bekommt heuer die Zeller Feuerwehr. Es gibt wirklich die dümmsten Sachen, die fahren aus der Garage raus, ohne das Tor aufzumachen. In der Rachenstunde hat mich der Lehrer gefragt, wenn wir beim Metzger 150 Euro Schulden haben und beim Beck haben wir 100 Euro Schulden und beim Kaufland da haben wir 500 Euro Schulden. Wie viel Schulden habt ihr da zusammen? Da habe ich gedacht, das kann ich dir nicht sagen, weil dann sind wir meistens umgezogen.